Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Land auf, Land ab finden wieder Metzgete statt. Und die Leute ziehen jetzt auf das Land in die bekannten Schlemmerlokale zu den deftigen Platten. Auch der Gasthof zur Alp in Oberbuchsitten ist bekannt für seine Metzgete. Und wir wollten vom Besitzer und Küchenchef Hans Rüegsegger wissen, woher die beliebte Tradition eigentlich kommt. Früher hat man noch schauen, dass man die kalte Jahreszeit überlebt und im Winter genug zu essen hat. Die Bauern und auch andere Familien haben so zu da und haben sie gemästet und im Herbst beim Metzger lassen. Die Würste, den Speck und den Schinken hat man gut lagern. Und so hat man im Winter immer ein Fleischvorrat gehabt. Die Gäste kommen heute natürlich zum Vergnügen an die Metzgete. Nicht, weil sie sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten müssen. Es ist im Herbst einfach eine schöne Tradition. Wie beliebt die Metzgete auch heute noch sind, das zeigen die Antworten. Rippli und gute Blutwurst. So richtig, so ein bisschen Kuttler. Blutwurst mit Rösti. Ich koche nicht mehr so deftig. Ich sollte ein bisschen abnehmen, oder? Ich mache Sauerkraut mit Speck. Das ist recht deftig. Auch bei Gov gibt es jetzt wieder die dampfenden Schüsseln mit dem Sauerkraut, dem Rippli und der Würst. Und zwar fix fertig zum Heimnehmen und Aufwärmen. Die Artikel gibt es alle auch abpackt in der Selbstbedienung. Wer schafft die Kost, ist also nach wie vor beliebt. Aber lange nicht alle dürfen unbeschwert zugreifen und müssen aus verschiedensten Gründen Kalorien zählen. Aber wie ist das bei unserem Mr. Schweiz? Wie schaut er auf seine Figur? Das Essen muss ich noch nicht gross schauen, denn ich mache sehr viel Sport. Und die neue Herbstkollektion von Coop City, die sitzt sowieso perfekt. Auf der Terre haben wir diesen Herbst einiges anzubieten. Nicht nur der Edel Kaschmir ist eingetroffen, sondern auch die lässige Casual-Bekleidung. Der aktuelle Look für den Herbst-Winter zeichnet sich bei den Hosen mit geraden Schnitten aus. Ausgezeichnet zum Kombinieren mit einem Jacket oder einem Freizeit- oder eleganten Hemd. Ein Besuch in der Herrenabteilung von Coop City lohnt sich bestimmt. Besondere Rezepte für zwei Personen einfach und schnell zum Zubereiten und trotzdem raffiniert findet man in allen grösseren Coop-Läden gerade beim Eingang. Wir haben wieder ein paar Leute gefragt, ob sie nicht Lust hätten, eines von diesen Rezepten bei uns im Studio auszuprobieren. Und es hat auch das mal wieder geklappt. Grüezi, mein Name ist Sarah Kreis und ich koche heute das Rezept, ein Polenta-Käsecake, und das sind meine Zutaten. Jetzt gebe ich Polenta ins köchelnde Wasser. Die Cakeform habe ich schon mal mit Butter ausgerieben. Und auch den Käse habe ich schon geraffelt. Jetzt muss ich noch den Schnittlauch fertig schneiden. Und dann gebe ich den Schnittlauch mit dem Basilikum zusammen in die Polenta und noch die Hälfte vom Käse dazu. Ich mache die Hälfte der Polenta rein, dann eine Schicht Käse und eine Schicht Soße und das gleiche nochmal mit den restlichen Zutaten. Und zum Schluss kommt das Ganze für eine halbe Stunde in den Ofen. Das wäre unser fertiges Menü. Viel Spass beim Nachkochen und einen guten. Jetzt kann man übrigens auch daheim essen wie im McDonald's. Das unverwechselbare McDonald's Tomatenketchup gibt es jetzt nämlich neu bei Coop. Hergestellt aus sonnengereiften Tomaten nach dem Originalrezept ist das McDonald's Tomato-Ketchup unentbehrlich zu allem, was man gerne hat. Jetzt exklusiv bei Coop zum Einführungspreis. Viele Pflanzen und Tiere, die unsere Grosseltern und Urgrosseltern noch kennt und genutzt haben, sind vom Aussterben bedroht. Wie Coop hilft, die natürliche Vielfalt zu erhalten, das erfahrt ihr in einer Woche. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis am nächsten Mittwoch, auf Wiedersehen miteinander. Und hier noch unsere Wochenendknaller. Super frisch, super günstig. 40% günstiger sind Bullebrüschli. 40% günstiger Trube Uva Italia. Und 40% günstiger ist der Coop Naturaplan Kochspeck. Heute zählt doch einfach, was man zahlt.